Ja, greifen wir den Faden nochmal auf mit einem freundlichen. Genau, hier ist die Klasse der Tauben. Wir sind mitten in Mathe und wollen uns nochmal der Potenzgesetze erinnern. Ich erinnere nochmal an diese gefährliche Sache hier. Wenn man in Tafelwerken oder Formelsammlungen nachguckt, sieht man solche Potenzgesetze so dargestellt: auch n geteilt durch auch m ist gleich a hoch n plus n minus m. Das ist müßig, sich das so einzuprägen, weil es leichter geht, wenn man sich das nochmal ganz schnell, falls man es nicht mehr genau weiß, nochmal ganz schnell so klar macht. Diesen Doppelpunkt, den ersetze ich lieber durch einen Bruchstrich, das geht besser. Und wenn ich mir klar mache, dass 4 hoch 5 durch 4 hoch 3 a, in diesem Fall ist die gleiche Basis. Da kann man das machen. 4 hoch 5 durch 4 hoch 3, man auch so einzeln hinschreiben kann und dann alles rauskürzt, was wirklich zu kürzen geht, dann bleibt übrig 4 hoch 2. Und man erkennt automatisch, dass 4 hoch 5 minus 3 der Weg dazu ist. Mit Xen kann ich das machen, ich kann es mit Zahlen machen, ich kann es mit allem möglich machen. Das bloß nochmal zur Erinnerung. Genauso, wenn es um die Multiplikation geht, 4 hoch 2 mal 4 hoch 3. Ich schreibe es mir einzeln auf, dann kann ich zum Schluss zusammenzählen. Auch wenn ich hier in diesem Fall das Mal dick gemacht habe, dann deswegen, damit ich das erkennen kann, weshalb das so ist. Aber das bleibt ein Mal, also kann ich das zusammenzählen. Achtung, bei der ganzen Sache gibt es einen Haken, das vergessen manche gerne. Wenn ich oben einen kleineren Exponenten als unten habe, dann sieht das so aus. Nach dem Kürzen, dann bleibt hier nämlich einmal 1 stehen, dann muss hier 1 oben drauf stehen. Ich habe hier Kilometer stellvertretend genommen, Quadratkilometer durch Kubikkilometer, dann bleibt hier oben eine 1 und hier unten bleibt 1 Kilometer übrig. Also hier die 1, da unten das Kilometer, was übrig bleibt. Noch ein Potenzgesetz. Wenn ich schon eine Potenz vorliegen habe, 5 hoch 3 als Beispiel, und ich exponiere das nochmal, das heißt, ich nehme das nochmal mal mit sich selbst. Dann habe ich einen Ausdruck, der ja heißt, 5 hoch 3 werden 3 Fünfen und den Klammerausdruck mal den Klammerausdruck. Die 2 sagt, dass es in diesem Fall 2 mal ist. Bedeutet nichts anderes als, ich kann die Klammern in diesem Fall weglassen, mal, 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 zusammengezählt 5 hoch 6. Daran sei erinnert. Zum Nutzen komme ich dann gleich nochmal, wir hatten es schon vorher besprochen, aber das wollen wir nicht lange ausdehnen. Hier gibt es eine Frage. Ja, der Hinweis ist richtig. Das heißt in diesem Fall, dieses Potenzgesetz, wir hatten es allerdings schon besprochen, ich habe es jetzt vergessen zu sagen, bedeutet 5 hoch 3 mal 2. Ich habe extra diese Sprechpause gelassen. 5 hoch 3 mal 2. Hier heißt es 4 hoch 2 plus 3. Und das wären dann also 4 hoch 5. Gut, guter Hinweis, danke. Nochmal ein paar Übungen hatten wir gemacht. Muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Die kann man sich selbst machen, das ist kein Problem. Das Schicke ist, wenn ich diese Potenzgesetze anwenden kann, dann muss ich mir auch nicht über solche hässlichen Exponenten einen Kopf machen. Hässlich insofern, 1, 5 hoch 1,5, wie soll ich denn das schreiben in einzelnen Zahlen? Ich meine hier so. 5 hoch 3 kann ich wirklich 3 mal die 5 hinmalen. Aber 5 hoch 1,5, ja, 5 mal und dann male ich eine halbe 5, das geht nicht. Aber mit Hilfe der Potenzgesetze, wenn man die sich so einfach wie eben klar macht, kann man dann auch hier damit umgehen, dass ich sage, das ist 5 hoch, Sprechpause, 1,5 plus 2,5, das ist dann also 5 hoch 4. Genauso, analog hier, 6 mal 1,5 muss ich nehmen als Exponenten, das ist 3. Also 5 hoch, 6 mal 1,5, also 5 hoch 3. Vorsichtig hier, nicht wie wild Exponenten kürzen, das geht nicht. Exponenten darf man nicht kürzen. Jetzt gibt es hier mehrere Wege. Entweder ich sage, das ist 9 hoch 19 und hier stand eine 90 drunter und da muss ich es voneinander abziehen. Beziehungsweise hatten wir auch gestern besprochen, das kann ich auch einzeln machen, indem ich sage, das ist von der 90 die 9 abgezogen und nochmal die 10 abgezogen. Aber Achtung, hier unten muss das hin. Hier oben bleibt dann nichts mehr stehen. Wenn ich das abziehe, bleibt hier oben, im Hintergrund wird nämlich eigentlich nur gekürzt, bleibt hier oben eine 1 stehen und da unten das. Wenn ich die Potenzgesetze ganz strikt anwende, kann ich auch noch was anderes entdecken. Was ist denn, wenn ich bei diesem ganzen Abgeziehe und bei diesem ganzen Addieren der Exponenten,
Was ist denn, wenn ich da einen negativen Exponenten rauskriege? So wie hier, 3 hoch 2 durch 3 hoch 5 ist 3 hoch 2 minus 5. Dann heißt das ja 3 hoch minus 3. Wir wissen aber, durch die Kürzerei rutscht unser 3 hoch 3 nach unten. Das heißt, wenn ein negativer Exponent da steht, rutscht automatisch dann die, man kann es so stehen lassen, aber rutscht automatisch dann diese 3 hoch 3 nach unten. Dann allerdings ohne Minus. Wenn sie unten steht, fertig. 10 hoch minus 2 bedeutet demzufolge 1 durch 10 hoch 2 oder ein Hundertstel. Und hier 1 durch, das ist wieder eine Besonderheit, 3 hoch minus 2 würde einen Doppelbruch ergeben, nämlich 1 durch der dicke Bruchstrich und dann 1 durch 3 hoch 2. Durch ist mal, deswegen rutscht es dann hoch, aber wieder mit gewechselten Exponenten. Irgendwelche Fragen? Gut. Dementsprechend jetzt eine Übung. 2 hoch 7 durch 2 hoch 9 ist 2 hoch minus 2. Das war der Umweg. Weshalb hier oben eine 1 steht, ne, das haben wir uns nochmal klar gemacht. Achtung, 2 hoch minus 2 steht da, das rutscht unter den Bruchstrich. Und hier unten eine 2 hoch minus 3 rutscht auf den Bruchstrich. Und dann kann ich das in aller Ruhe machen, das ist dann 2 hoch 1. Die 1 schreibt man nicht. 4 hoch 5 durch 4 hoch minus 2 heißt nichts anderes, als dass die 4 hoch minus 2 wieder auf den Bruchstrich rutscht. Also 5 plus 2. Ich könnte auch ganz laut, und das habe ich rechts daneben nochmal dargestellt, sagen, 4 hoch 5 minus minus 2. Minus minus 2 ist aber plus 2, also daher 4 hoch 7. Analog hier und hier. Ich mache mal kurze Pause, ob es eine Frage gibt, damit wir dann da weitermachen können. Jetzt kommen wir zu einer Besonderheit. Etwas hoch 0, ich sage ganz bewusst etwas, egal was, hoch 0, heißt, es kommt immer 1 raus. Was steckt dahinter? 20 hoch 0 könnte ja entstanden sein aus 20 hoch 5 geteilt durch 20 hoch 5. Und das kürzt sich komplett weg zu 1. Das kann auch 20 hoch 1 durch 20 hoch 1 sein. Die 0 entsteht dadurch, dass ich 5 minus 5 rechne. Also ich kann mir immer vorstellen, deswegen ich habe es zur Demonstration gemacht, dass etwas hoch 0 so oder so oder so entstanden sein kann und demzufolge 1 ergeben muss. 0 hoch 0 geht nicht. Ich kann zwar 0 hoch 4 hinschreiben, das ist 0, und unten unterm Bruchstrich auch 0 hoch 4, das ist auch 0, aber 0 durch 0, etwas durch 0 zu teilen geht nicht, da ist es dann nicht definiert, ND. Also, etwas hoch 0 ist 1, x hoch 0 ist 1, nix hoch 0, und da müssen wir vorsichtig sein, nix sind 3 Variablen vielleicht, aber nicht 0. Ich habe deswegen, nix ist in diesem Fall nicht die 0, sondern einfach bloß mal n mal i mal x. Eine Übung, muss ich jetzt nicht drauf eingehen, so ist es entstanden. Achtung, wenn ich solche Exponenten habe, muss ich sie gleichnamig machen. Also 1/2 plus 1/3 muss ich zu 3/6 plus 2/6 machen. Das wäre dann 6 hoch 5/6. Gut, Übung hin, Übung her, das kann jeder nochmal selber tun. Und dann hatten wir gemeinsam überlegt, was könnte man denn machen? Wie könnte man denn 9 hoch 1/2 anders ausdrücken? Da haben wir lange hin und her überlegt. Und zwar so, hoch 1/2 heißt ja, eine halbe Zahl hinschreiben geht nicht. Aber wie kann sich das entwickelt haben? Das kann sich entwickelt haben aus zum Beispiel 3 mal 3, die 9. 3 mal 3 hoch 1/2. Und 3 mal 3 ist 3 hoch 2, in Klammern hoch 1/2. Das ist aber, 2 mal 1/2 ist 3 hoch 1. Und wir sehen, dass 9 hoch 1/2 3 hoch 1 geworden ist. Wir haben das dann noch mit anderen Zahlen gemacht. Das geht auch. 125 hoch 1/3 ist die dritte Wurzel. Das haben wir nämlich bei dem ganzen Prozess erkannt. 125 ist 5 mal 5 mal 5 hoch 1/3. 5 hoch 3, 5 mal 5 mal 5. 5 hoch 3 hoch 1/3. 3 mal 1/3 ist aber 1, also 5 hoch 1. Mit anderen Worten, wir können auf diese Art und Weise sogar Wurzeln ziehen. Auch das geht. Das waren dann weitere Übungen mit verrückten Zahlen hier irgendwie. Die 32 mussten wir sogar 5 mal als 2 miteinander multipliziert aufstellen. Hier gibt es eine Frage. Das geht mit glatten Zahlen wunderbar. Das kann man so machen, indem man die 32 so lange zerlegt in Primfaktoren. Primfaktoren, die also nicht mehr zu teilen gehen. Bis man das dann hinbekommen hat. Aber die 33 so zu zerlegen geht nicht. Und
Das war auch nicht das Ziel des Ganzen, sondern das war in diesem Fall das Ziel, darzustellen, dass etwas hoch ein Sonstwastel, also etwas hoch einen Bruch, bedeutet, da steckt eine Wurzel drin. Das wäre die vierte Wurzel aus 256, das wäre die dritte Wurzel aus 27. Das war das Ziel darzustellen. Bei krummen Zahlen, wo man nicht mehr mit der Hand rechnen kann, also im Kopf rechnen kann, da ist dann vorbei, da geht es nicht. Aber ihr habt alle einen Taschenrechner und wenn ihr jetzt die fünfte Wurzel aus 33 ziehen sollt, dann könnt ihr das wie folgt darstellen. 32 und dann gibt es die x hoch y-Taste hoch die 32 hoch 0,2 oder hoch Bruch 1/5. Das ist dann die Möglichkeit, eine ganz bescheuerte Wurzel auszurechnen, denn normalerweise hat ein typischer Taschenrechner nur eine Quadratwurzel und bestenfalls noch eine Kubikwurzel da stehen. Aber eine krummte Wurzel, eine 5,1. Wurzel hat er nicht. Aber dieses 5,1 als 51 Zehntel darzustellen, ist der Umweg, um dann mit solchen Sachen umzugehen. Aber das wird noch ausreichend geübt, das kriegen wir alles noch hin. So, kurze Übung, was das war, 25,5 ist also die zweite Wurzel, da schreibt man die 2 allerdings eigentlich nicht. Die zweite Wurzel aus 25 und so weiter und so fort, das hatten wir dann noch übungsweise gemacht. Dann kamen noch ein paar andere krumme Geschichten, hier sollten Potenzgesetze angewendet werden und siehe da, kriegt man auch raus, wenn man mit Potenzen umzugehen weiß. Selbst an dieses Thema kann man sich ranwagen, aber Vorsicht, wir haben bis jetzt Potenzgesetze dieses Typs verwertet, gleiche Basis. Das war der Unterschied. Gleiche Basis haben wir aber hier nicht vorliegen. Dann muss man hier ein bisschen changeln und dann kriegt man es eventuell hin. Und wenn es nicht geht, haben wir unseren guten alten Taschenrechner. Denn die Basis ist hier 64 und hier 32. Klar, 2 mal 32 ist 64, steht aber nicht da. Es bleibt eine 32. Aber ich zeige euch noch Tricks, wie man dann trotzdem noch weiterkommt. Unterschiedliche Exponenten, kein Problem. Aber ich komme nicht weiter, wenn ich... Naja, hatten wir besprochen. So, was passiert, wenn ich habe 2 hoch 1/2, das wäre ja die Wurzel aus 2, hoch minus 2? Wenn ich dann ganz stur bin und sage, das mal das, dann kriege ich raus minus 1, also ist es 1/2. Auch damit muss man umzugehen wissen. Und an der Stelle hat man erstmal Schluss gemacht. Ich mache jetzt hier nochmal kurz Pause. So, was passiert jetzt aber, wenn die Basis unterschiedlich ist, aber der Exponent gleich ist? Gucken wir uns mal an, was dann passieren könnte. Also, Basis unterschiedlich und Exponent gleich. Diesen Fall, den werden wir dann, das werde ich in ein extra Video reinklemmen. Das greife ich da nochmal auf, aber jetzt nochmal ganz kurz dargestellt. Folgendes Ding, es steht da 3 hoch 4 geteilt durch 4 hoch 4. Die Basen sind unterschiedlich, die Exponenten sind aber gleich. Schreiben wir es mal hin, vielleicht sehen wir es dann. 3 mal 3 mal 3 mal 3 durch 4 mal 4 mal 4 mal 4. Könnte ich doch eigentlich auch sagen, wenn ich mir hier so gedankliche Striche ziehe, das wäre 3 Viertel mal 3 Viertel mal 3 Viertel mal 3 Viertel. Einverstanden? Das kann ich aber zusammenfassen als 3 Viertel in Klammern hoch 4. Der Trick ist also, wenn die Basis unterschiedlich ist, kann ich den Exponenten per Klammer um den gesamten Ausdruck bringen. Hier, das ist der Trick. Von hier nach hier. Das werden wir dann gleich üben, werden wir auch gleich gebrauchen. Also, wenn die Basis unterschiedlich ist, dann kann ich mir das ganze Ding so zertrieseln, ich muss mir wieder nichts merken, ich muss bloß ein bisschen Mathematik anwenden und sagen, das wäre 3 Viertel mal log. Und das kann ich zusammenfassen als 3 Viertel hoch 4. Da gibt es schicke Anwendungen, wenn man zum Beispiel bestimmte Dinge nicht weiß. Was ist denn in diesem Fall? Ach nee, ich mache mal ein anderes Video draus. Kleinen Moment.